auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Dann give it up. Was sie OKH. Let me see ya. Get down in the get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Hallo, liebe Simracing und Rennsportfans, und ein ganz besonders herzliches Willkommen. Es ist mal wieder soweit, Sonntag, 18.30 Uhr, die Sunday Grand Prix Serie steht auf dem Programm und wir sind heute in Australien zu Gast, Phillip Island. Leider ist der Tommy heute mal wieder nicht dabei, dafür haben wir den ganzen anderen Rest unserer Kollegen mit am Start und dann schauen wir mal, wie die sich heute so schlagen. Wünsche ich euch allen ganz viel Spaß. Oh, so we do the usual. I got a great start, someone wrecked in front, and Byron crashed into me. Probably not. I don't want to repeat it, Road America. Oh, Andy, not terrible about no. Okay. And then? The plan? I win, you second, Wolf in third. Okay, let's do it. Plan B, have fun, get to the checkered flag. Yes. Definitely. Yeah. Plan B is the first one. Let's just hope we don't have Ferrari's strategy team. Okay. I think it's the main goal, I think. Yeah. Yep. Yep. Neuer Name, Jens Göring. Emmanuel Minot, genau, sagt mir auch nichts. So, Info, 20 Grad Streckentemperatur. Ja, was will? Yeah, this could be interesting. Yep. Alright, well, I shall see you guys after the jacket block. Yeah. Have fun. YouTube, good luck, Wolfram. Yeah, thanks too. Good luck, Bier. Oben haben wir mal den aktuellen Gesamtstand in der F2-Meisterschaft eingeblendet. Andy Hughes, Vierter vor Daniel Gallis und Pete Turner. Überaus hier. Ja. Draußen so herrliches Wetter. Andy, I still feel terrible about yesterday, man. Und wie ihr alle seht, haben wir heute hier in Australien dicht Nebel, was schon sehr ungewöhnlich ist. Wir haben heute mal wieder 17 Fahrer im Grid stehen, die insgesamt 28 Runden fahren müssen. Es gibt wie immer keine Boxenstopps und keine Schnellreparatur. Und die Stärke des Feldes beträgt 1652. Can you hear me, guys? There we go. I think I can hear you. Quite faint, but I can see your mic working this time. Ah, okay. Yeah, it's all good about yesterday. It's all worries at all. Don't worry about it. Get up. Did shenanigans unfold in my absence? Noch läuft hier das Training, aber die Qualifikation müsste jeden Augenblick losgehen. George tried to turn at one time. Oh, no. Never the intention. There's always one car. You're supposed to bet the other one. What the hell, man? Okay. Practice is over. Quali for yep. Starts. Good luck. God, I can't leave you guys alone for 2 minutes without you getting into trouble. Björn ist der Erste, der heute hier rausgegangen ist auf die Strecke. Drücken wir mal ganz fest unsere Daumen. Kommt ja so langsam wieder in Form. Das letzte Rennen in Zandvoort hat er auf dem Podium beendet. Hier haben wir auch mal Jens Göring im Bild. Neuer Name hier in der Sunday GP-Serie. Er verstärkt hier das deutsche Lager.
Emmanuel Minot ist auch ein neuer Name in der Serie, genauso wie Juan Jimenez, der hier schon gleich mal einen Ausritt hinlegt. Das war zum Glück die Einführungsrunde. Die neuen Namen haben alle so zwischen 1500 und 1600 Ratings. I'm an idiot. I'm a total idiot. Und unser Bayern schmeißt seine Kiste beim Aufwärmen auch erstmal in die Botanik. I'm driving like a bellend. Aber besser in der Einführungsrunde die Kiste wegzuwerfen als einem Quali oder im Rennen. Trying to get heat into the tires, then I'm just losing the car. Oh, mein Reifensatz haben sie echt wieder aus dem Gefrierschrank gezogen. Because I'm driving like a bellend instead of doing it properly. Hey Björn, das war mal eine Top-Runde. Rolli noch vor immer noch eineinhalb Sekunden langsamer als ich kann. Und jetzt kommen hier die ersten schnellen Zeiten. Rolli Warbank vor Björn Ackermann. Aber müssen wir hier die Wette ziehen, die wir teilen werden. Ben Sommers auf 3. Und nachdem Bayern hier über die Linie gekommen ist, haben alle ihre Quali absolviert. Oh, ganz knapp am Wolfram dran. George Spate vor Rory Warbank und Andrew S. Thomas. Auf P4 haben wir dann Björn Ackermann und Robert Simpkins schließt die Top 5 ab. Oh Mann, Mann, Mann. Weit, weit weg von meiner Zeit. Oh, Byron direkt hinter mir. Ja, die neuen Namen alle geschlossen hinter euch. Okay, ja, aber auch mit 2 Sekunden Rückstand schon, ja, sehe ich. Ich denke mal, das sind Neueinsteiger in der Serie, aber die haben alle ein i-Rating von mindestens 1500. Also keine Fahrer aus der iRacing-Hölle. Ja, dann toi toi toi, Männer. Alles, alles Gute euch und vor allen Dingen, dass ihr nicht gleich am Start hier in irgendwelchen Scheiß verwickelt werdet. Ah ja, hör auf mich zu jinxen. Schön ruhig losfahren, gemütlich. I think that's a unicorn. Damn you, Ackerman. Good luck, my man. Right, here we are, week 5. Is it week 5? Week 5, Phillip Island Classic Lotus Series. Here in my Lotus 79, 28 laps. Wow. We're here, second split, Carnival 5 starting in P6 on the grid. See how we get on. Hopefully we'll kind of manage to not lose too many places. Top 5 will be amazing. Top 8 will still be good. Top 10, we need a top 10 at least, I think, today. But if we can get anywhere near top 5, will be great. Car 5, as I say. 28 laps of Phillip Island. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Grüne Flagge, der Start ist freigegeben. Und die wilde Jagd beginnt. Sofort schießt hier George Spatep in Front. Dahinter Björn hat hier einen Top-Start erwischt. Ist schon an Andrew S. Thomas auf P2 vorbeigegangen. Und Rolly Warbank ist hier ganz schlecht aus den Startlöchern gekommen und ist schon weit zurückgefallen. Emilio Garrido auf 4, Robert Simpkins 5 und unser Wolfram auf 6. Dahinter haben wir Ben Sommers, der hier auch ganz vernünftig aus den Startlöchern gekommen ist. Wird jetzt überholt von Rolly Warbank. Und da gibt es schon den ersten Ausflug, ausgerechnet Bayern. Nichts passiert, weiter geht's, aber bis ganz hinten ans Ende des Feldes zurückgefallen. Oh, oh, und jetzt gab es hier einen schweren Unfall, da kam Wolfram gerade angeflogen. Ich glaube, meine Kerle war Marsch. Über meinen Heckflügel weggeflogen. Ja, ich habe echt noch das Hinterrad von ihm erwischt. Spahn und I had to take to the grass to avoid him. Oh, da hat Wolfram Robert Simpkins abgeschossen und Ben Sommers muss da ein bisschen weit gehen. Und so wie es aussieht, ist Wolframs Rennen hier am Anfang schon wieder hinüber. Schade. Early on though, it's a long, long race, so someone else spun there. Der ist so früh in die Eisen gegangen. There's literally nothing we could do there. Das müssen wir uns dann gleich mal in Ruhe anschauen. Byron hat es ja geschafft und ist sogar an Ben Sommers jetzt vorbeigekommen. Liegt hier schon wieder auf P11, Ben auf 12 und Robert auf 13. Few people. Wolfram, dein Auto hat aber äußerlich keine Beschädigung. Fühlt sich auch nicht so an. Und jetzt schauen wir uns mal schnell Byrons Zwischenfall an. Das Rolli abgeschossen. Der erste Zwischenfall hier, Byron mit kalten Reifen, geht da ein Stück weit.
Byron, you had an incident in the first lap. Yeah, going around the loop. Both tires are offline. Byron fällt bis ganz nach hinten zurück und muss das Feld wieder von hinten aufrollen. Oh, trotzdem Rotze. So war nicht der Plan. Und wir schauen uns gleich nochmal Wolfram mal an. Wolfram verpasst seinen Bremspunkt hier und knallt vor dem Robert hinten drauf, hebt ab und es gibt eine Kettenreaktion. Well, Robert is braking too early for me and I hit his right rear tire. Wolfram und Robert, genau. Und da musste auch Ben Sommers durch den Dreck. Er hat so grünen Anker geworfen. Und Ben ist jetzt hier an Byron vorbeigegangen. Schönes Überholmanöver, direkt vor ihm Jens Göring. Und hier vorne an der Spitze George Bate vor Andrew S. Thomas und unser Björn auf P3. Ein Top-Stop für die Jungs hier vorne. Emilio Garrido auf 4. Ah, dann fängt er. Und wir hatten noch mehr Zwischenfälle, die wir jetzt gleich mal nachreichen. Jens, what are you doing to me, Jens? Cyril Perrin kommt hier von der Strecke ab. There we go. Ah, this is a new name. Just a heavy right foot. Oh, yeah. Oh. Yeah. Too early on gas, I think. Yeah, just a heavy right foot. Und als Cyril mit dem Auto wieder auf die Strecke will, bleibt da hängen. Kuriose Szene. Don Next, come on. Art McEwen jetzt auf P5, P6 Travis McChristian, P7 Rolly Wallbank, den wir hier mal im Bild haben. Nach seinem zweiten Startplatz weit zurückgefallen. Byron staying with me. Und Don Runkle auf P8. Und wir hatten noch einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Robert Simkins hier wahrscheinlich noch mit Folgebeschädigung, verliert sein Auto erneut und lockt sich aus. Er hat heute Schnauze voll. Ja, ja, ja. Wir freuen uns alle, dass Robert wieder zurück ist, aber sehr, sehr schade, dass sein Comeback heute unter keinem so guten Stern steht. Wolfram fährt jetzt hier auf P13 im Feld nachher, da scheint das Auto noch halbwegs fahrbar zu sein. Du hast noch Anschluss nach vorne. Ja, dann geht's ja noch. Vor Wolfram das halbe Feld noch in Sichtweite, da ist noch einiges möglich heute. Wir hören hier vorne auf P3, verliert so ein bisschen den Anschluss zur Spitzengruppe nach ganz vorn. Hat aber nach hinten jetzt schon ein Loch von über 3 Sekunden aufgerissen. Und hier vorne, George Batev und Andrew S. Thompson kämpfen hier um die Führungsposition. Und George wird gleich die vierte von 28 Runden eröffnen. Und so wie es aussieht, wird es jetzt bestimmt hier einen Angriff von Andrew geben. Aber George ist in der Kurve außen in einer besseren Position und kann sich auch nochmal durchsetzen. Why are people letting me go? I don't understand that. Oh well, I'll take it. Habe ich eben Ben Sommers abgeräumt oder was? Ja, ist mit verwickelt worden in den Unfall. Ja, der ist ja direkt. Ihr habt ja den Unfall gesehen. Ben musste da nur durch den Dreck. Weil der es da bedankt hatte. Hier gibt's den nächsten Angriff. Andrew drängelt da. George macht aber hier überall geschickt dicht. Right, so. Ein spannender Zweikampf um die Führung hier. Komm mal nach dem Ben. Ich muss mal gucken, bei wem ich ihn nachher entschuldigen darf. Beim Robert. Der war das Ort hier, dem der reingekracht ist. Der steht doch an der Box. Echt? Ja. Ich bin dem Robert hinten drauf gefahren. Ja, ja. Oh, okay. Sah zumindest so aus, also. Können wir uns gerade aufs Rennen konzentrieren, bitte? Danke. Björn auf P3 hier, muss ich konzentrieren. Hat er vollkommen recht. I crashed. Nach hinten hat Björn schon über 4,5 Sekunden Luft zu Emilio. I didn't crash. It was spun and I had to just take to the grass. Yeah, I had to though. It was literally the car I was trying. Ja, nach hinten wird die Abstand immer größer. Es sind schon über 5 Sekunden. And, I just had to take go onto the grass, unfortunately, what you saw. Right, okay, so Rowley's in front, everyone in front are quick, I think. Und hier gibt's jetzt einen spannenden Zweikampf um den letzten Top-5-Platz. Art McEwen gegen Travis McChristian. Travis außen, Art innen. Da zieht Travis aber auch kompromisslos rein. Und da geht inner weit. Der nächste im Off, das scheint Emilio Garrido zu sein. Jo, lag eben noch auf P4 mit Anschluss nach vorn. Arnold Wells, come back to me, say hello. Emilio Fernandez Garrido geht ein bisschen schnell in die Kurve rein und muss hier einen weiten Bogen durchs Kies machen. Es ist ein Fast Racer, but in every race Emilio crashed the car. Fast but inconsistent. Yeah. Cheers! The wing I've got on this thing. Okay. Just stops on a sixpence. Whoops, wide there, but with the wing I've still get it back in. It's just the straights though I'll lose out. You watch out, if I can stay with this guy around the corners, you'll probably see him.
on the way, maybe in the straights a bit. Wolfram liegt inzwischen auf P12 und verfolgt Jens Göring. Well, it looks like that now, Woody, but I can assure you, this guy will probably pull away on the straight. I think he's kind of a one, so he's like 2k something, is he? I don't know who he is, but sure, he's a 2k plus driver. Und wieder hat Andrew die bisher schnellste Runde des bisherigen Rennens right. gefahren, aber findet da einfach keinen Weg an George Barthe vorbei. 2.1k, hey Welsh boy. Ein ganz starkes Duell von den beiden hier vorne. Byrne musste da abreisen lassen und ist schon fast 3 Sekunden weg. Maybe he's not 2.1k is pretty good though, but I mean, I've been here before. Jetzt ist Andrew mal kurz vorn, aber George innen hat da die bessere Linie und kann sich wieder durchsetzen. Jetzt gehen die Jungs in die nächste Runde und das Spiel geht weiter. Wieder setzt Andrew zum Angriff an. Thank you, Megabyte, for the follow. Und wieder geht es hier Seite an Seite die Sharon Ziel gerade runter. Und wieder muss sich Andrew hinten anstellen. George wird da in seinem Rig ganz schön schwitzen heute. Ein richtig cooler Kampf um den Sieg heute. Right, so, on the brakes. This car just absolutely stops really well on the brakes. Look at Byron catch me up behind on the, with his fast. Straight line speed. Hier haben wir mal Travis McQuiston im Bild, der inzwischen Rory Warbank überholen konnte. Art McEwen auf P6. Auf P7 haben wir hier Emilio, der von Ben Summers und Byron Long verfolgt wird. Accelerate too early out there. Und hinter Byron, der letzte in den Top 10 hier, Don Rungle Jr. Wolfram liegt da schon über 5 Sekunden weg. Taking the track limits to a whole new level almost there. Das Führungsduo überrundet jetzt hier Cyril Perrin, der hier aber auch fair Platz macht. Byrne hat sich da wieder leicht ranarbeiten können, es sind nur noch 1,7 Sekunden. Nach hinten zur Treppe ist genug Luft, das sind schon über 7 Sekunden Abstand. Oh, Rolly Warbank konnte da seinen Abstand zum Travis wieder leicht zufahren. Und auch Art McEwen ist da noch in Reichweite, die Plätze 4, 5 und 6, innerhalb von 2 Sekunden ungefähr. Ein gutes Rennen heute für Art McEwen, allerdings verliert er langsam den Anschluss nach vorn. He has to get a little bit gravel on his tires sometimes, sand or whatever it is over there. Hier vorne an der Spitze ein unverändertes Bild. Andrew jagt hier George um den Kurs und Byrne versucht da den Jungs zu folgen. Wir befinden uns gerade in Runde 9 von 28, also haben wir ungefähr ein Drittel schon geschafft. Byrne, deine Pace ist top. Vorne die heizt gerade ihre Reifen und Byrne verliert jetzt so langsam den Anschluss nach vorn. Die Jungs vorne sind eine Sekunde schneller gefahren als Byrne letzte Runde. Twisty bits, the end of the twisty bits, gotta pull away enough for him to not be able to catch me on the straight. Ooh, yes. Good, right. Run away! Emilio, Byron und Don jetzt hier ganz dicht beisammen. Byron hat hier einen schönen Kampf mit Don Runkle. Emilio fällt hier sukzessive zurück. It's good luck for me. Der Abstand nach vorn zum Ben ist schon über anderthalb Sekunden groß. I think I have done a 19 before, but... Byron und Don liefern sich hier einen schönen Kampf und da hat es den nächsten Zwischenfall gegeben. Wir sehen sie hier, Travis McQuiston. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Außen. Who was that? That was Travis. Travis fährt hier ein bisschen schnell in die Kurve und verliert sein Fahrzeug 360 im Dreck und weiter geht's. On fourth place, ne? Fourth position. He lost the car. Oh yeah. Too hot on entry. You need so many times to come back to the track on this corner. Maybe called him a little bit like that, but maybe a couple of tenths, maybe not. Und Travis ist bis auf A7 zurückgefallen und die Jungs haben ihn hier jetzt schon in Sichtweite. Quite often, a lot of races are quicker than me, but I feel I might be able to match him here. Runde 11 und die Spielchen hier vorne gehen weiter. George wehrt sich da aber heldenhaft.
ein tolles Rennen von beiden, muss man sagen. Hier, absolute Sahne, was die hier zeigen. Wear out though. 5 seconds. Road. Letzte Runde ist Andrew eine 1:19.768 gefahren. Wow, die schnellste Runde des bisherigen Rennens. Der erste, der hier eine 1:19er Zeit fährt. Okay. Und Björns Abstand auf P3 wächst immer mehr. Oh, hier ist Spawn Corner. Da hatte Andrew einen kleinen Rutscher und muss abreißen lassen. Oh, und wir sehen es da im Relativ. Travis McQuistion muss da noch irgendwo einen Zwischenfall gehabt haben. Der ist jetzt bis auf P11 zurückgefallen. Andrew hat schon die ersten Rutscher. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Unten im Replay schön zu sehen. Southern Loop und Travis verliert da schon wieder sein Fahrzeug in der gleichen Kurve. Zum Glück gibt es da eine riesige Auslaufzone, aber fällt jetzt hier bis auf P11 zurück. Ach, sehr schade für Travis. Das Rennen hatte so gut für ihn begonnen. Lag zwischenzeitlich auf P11. Dafür läuft es heute für seinen Teamkollegen, für Don Runkle Jr. besser. Und hier haben wir Art McEwen mal im Bild. Jetzt wieder in den Top 5 angekommen. Nach vorne und hinten, aber genug Platz. A little bit murky out there today in Phillip Island. Er hat schon über 4 Sekunden Vorsprung auf Ben Summers. Und Ben hat heute auch ein schönes Rennen. Liegt inzwischen auf P6, gefolgt von Emilio Fernandez Garrido, den er überholen konnte. Und der jetzt unter Druck gerät hier von unserem Bayern. Ein durchwachsenes Rennen für Emilio heute. Und hinter Bayern ist auch noch Don Runkle in lauer Stellung. Where Travis went to, but he had another moment, I think, by the look of it. Travis liegt jetzt hier direkt hinter Wolfram, den wir hier jetzt mal im Bild haben. Nach seinem anfänglichen Zwischenfall auch ein schönes Rennen. First, no. Okay. We'll stay in second then. Couldn't quite try to pull for first, but first gear, but it wouldn't happen. But I think we're still okay with second there, to be honest then. I don't think we lost too much. Okay. Still a half decent lap, I think. Hier vorne, George, unser Leader, kann jetzt erstmal ein bisschen durchschnaufen. Andrew muss sich da erst wieder rankämpfen. Hat schon wieder ein paar Zehntel von seinem Rückstand runtergefeilt. Und der Gang geht über mir rein, Mann. Really flinging in there with this setup. Really can. If you didn't have this setup, you'd be struggling a little bit to go in at that speed. Und da hat auch Björn sich mal wieder zurückgemeldet mit Schaltproblemen. Ja, ich habe auch gerade einen sauberen 360 hingelegt. Und wir hören es gerade. Wolfram hatte da wieder eine Tanzeinlage. Das schauen wir uns direkt gleich mal an. Wolfram fährt hier ein bisschen zu energisch in die letzte Kurve rein und verliert das Heck. 360 und weiter. Emilio hier auf P7 konnte sich jetzt wieder ein Stück vom Bayern freifahren und Ben Summers hat inzwischen fast 3 Sekunden Vorsprung auf die Gruppe. Auch hier vorne Art McEwen, 3,7 Sekunden Vorsprung auf Ben Summers und 4,6 Sekunden Rückstand auf Rowley Wallbank. Ein starkes Rennen heute von Art McEwen, aber auch von Rowley Wallbank auf 4. I'm slowly dragging him. Oh, it's close, isn't it? We did mess a little bit of a corner up, I think, back there, I seem to remember, so would have been even quicker, I think. Hier vorne alles wie gehabt. George, Andrew und Björn, die Plätze 1, 2 und 3 und wir haben jetzt Halbzeit. It's weird, it's certain parts of the track I'm gaining. He pulls away on some other parts of the track, but we'll definitely gain on some parts of the track. And it's probably to do with downforce. Hier hinten Don und Byron, das schöne Duell geht weiter. Und Byron kann sich ja die ganze Zeit vor Don behaupten. Emilio is still pretty quick, isn't he? He's thinking probably matching my times. Virtually, staying with me. Rowley Wallbank hier auf P4 hat heute auch ein ziemlich einsames Rennen. Not too late, there's no getting back from it, really. Nach vorn zum Björn fehlen ihm schon fast 7 Sekunden. Und nach hinten zu Art McEwen hat er inzwischen über 5 Sekunden Abstand. Trying to squeeze that throttle a bit early, maybe. P5
E4 ein Top-Ergebnis, das heißt es jetzt ins Ziel zu bringen. Aber bis dahin ist noch ein ganzes Stück Weg zu gehen. Die Jungs gehen jetzt gleich in die 16. Runde. Und da haben wir heute mal wieder ein sehr, sehr sauberes Rennen. Alle Ausritte hier selbst verschuldet. Yeah, so if I give away a little bit on the braking a little bit earlier, I gain some on the exit there. That's good. Und auch der Ben läuft heute richtig gut, wie wir hier sehen. Und Byron liegt jetzt hier auf P7. Yeah, I like having a carrot. I like being the bum. I like being behind rather than being in front. Da hat Emilio wahrscheinlich den nächsten Ausritt gehabt und beide sind an ihm vorbeigegangen, liegt jetzt hier auf P9. Das heißt jetzt hier, Don Runkle liegt auf P8. Wow, ein Top-Rennen heute von Don Runkle. Und Emilio sehen wir hier gemeinsam mit Travis McQuiston zurückgefallen. Wolfram auf P11, noch einmal 8 Sekunden weg. Everyone in probably the top 5 is quite quick though. I should imagine that's why they're in the top. Juan Jimenez P12, oh. Jens Göring P13 und Emmanuel Minot P14. Die Jungs können zwar vorne die Pace nicht ganz mitgehen, haben aber auch ein sauberes und sehr starkes Rennen heute hier. Der vorne, George, unser Leader, führt schon so langsam wieder den heißen Atem von Andrew. Yeah, I just braked a bit late there, I think, and lost a bit of time. But... Der kann hier seinen Rückstand Zehntel für Zehntel zufahren. So this lap will be a bit of a slower one. Don't mess it up and go. Try and get too much time back. Und Andrew hat hier die nächste schnelle Rennrunde hingelegt. Eine 1:19.629. Smooth. Oh, that would have been smooth. I would have been catching him. Björn liegt inzwischen 6 Sekunden hinter dem Führungsduo zurück. Paul up. Der wird auch ein bisschen mit den Reifen zu kämpfen haben, denke ich mal jetzt gerade. Paul up. Björn, du hast inzwischen noch immer nicht jeweils den gleichen Abstand. Tell you what, if I can. Come on. Oh, the Delta Bar. I mean, a lot of people don't use the Delta Bar because it's sort of another distraction, do you know what I mean? It automatically comes up in practice, and I think maybe qualifying, if you remember, but not in the race. Byron and Don, das Duell geht in die nächste Runde. Yeah. Well, I could point it up. Und Travis hat jetzt wieder den Anschluss an Emilio verloren. iRacing, I think defaults, is it iRacing or caps? I don't know. Defaults for the race. For the race not to have it, sorry. Und Wolfram hat heute mal wieder ein durchwachsenes Rennen. Nach seinem Startcrash den ein oder anderen Dreher hingelegt. Schade. Hat ja aber immer noch 20 Sekunden Vorsprung auf Juan, Emmanuel und jetzt, der jetzt auf P14 zurückgefallen ist. I have to wait for the straight to set it properly. I think I got the wrong setting for now. Und Andrew brettert jetzt hier die nächste schnelle Runde hin. Mühsam kämpft er sich da wieder nach vorn. Es sind 9 zu viel. Und Wolfram sammelt Bonuspunkte, Inzidenz. All-time, optimal lap. Thing is, all-time is no good, because different weathers. Sorry, dude, I was long breath. Oh, und wir hören es gerade, da gab es einen Zwischenfall und wir sehen jetzt hier auch Don Runkle, der die ganze Zeit so einen coolen Fight mit dem Byron hatte, ist da zurückgefallen. Schade. Da schauen wir auch gleich mal, was da passiert ist. Sorry, my crew chief was yakking over here then. What did you say, Don? I said we were having a great battle. Ow! So I got in place. I screwed up. Wasn't you at all. No worries, dude. That was a bloody good fight, though. I was enjoying that. Holy shit, it was freaking insane. I never had so much fun. Don Runkle Jr. kommt hier ein bisschen zu weit raus auf den Curb und verliert das Fahrzeug. Hier kommt es. Missed Apex, ja. Yeah. Swing is true, missed Apex. That's Skeletor. Ja. Warst du so cool? Ja. I guess now you can see where I'm slightly quicker than other times. Da geht's nicht lang. Oh, und hier Wolfram, der nächste Ausflug. I'm not looking at it all the time, but you guys can obviously. So that will be just slower than my fastest. 8 Sekunden Luft nach hinten hast du noch. Wolfram. Naja,
Trotzdem Rotze. Und während es für Wolfram suboptimal läuft, läuft es für Ben heute richtig, richtig gut. Grabbed a bit early. Lost a bit on the exit. Und hier vorne an der Spitze konnte Andrew jetzt seinen Rückstand komplett zufahren. Jetzt geht der Kampf wieder von vorne los hier. Ein geiles Duell. Die Jungs gehen gleich in die 21. Runde. Es war nichts passiert. Und George wird sich auch denken, der schon wieder. Ein Mega-Kampf hier heute um den Sieg zwischen George Butte von Andrew S. Thomas. Sometimes you can tell from the delta though and maybe improve some of your corners. If you can multitask and look at the same time as driving, which is not always the easiest thing to do. Und unser Björn auf P3 muss jetzt endgültig abreißen lassen. Über 10 Sekunden Abstand, während Andrew schon wieder eine schnelle Runde hier hingebrettert hat. Eine 1.19.391, Wahnsinn, aber jetzt hat auch Björn eine 1.19.869 gefahren. Die Jungs hier sind jetzt inzwischen richtig schnell unterwegs. Ungefähr 5 Sekunden hinterm Björn. Rowley auf P4 hat heute auch ein Top-Rennen. I mean, some people get put off more than other people. Some people don't even like the relative. They look, just people just stare at it too much. I've heard people say that. Auch für Art McEwen heute ein grundsolides Rennen mit einem Top 5 Platz, der nach vorne und hinten gesichert ist. Ben da hinten auf Platz 6 ist schon 4 Sekunden weg von Art. Breaks a little bit later there and harder. I see the yellow, see the green pop up. My, as you say, peripheral vision. Und wir haben den nächsten Zwischenfall nachzureichen. Bayern hier mal kurz ins Schlingern gekommen, konnte die Kiste aber abfangen und weiter geht's. Allerdings muss Bayern aufpassen. Treffes kommt von hinten ziemlich schnell ran. Emilio schmeißt sein Auto noch einmal weg. Da kommt auf den Randstein und verliert die Kiste. There's a wobble. Fliegt hier einmal quer durch den Dreck und macht sich die Reifen schön schmutzig. Yeah, his tires are probably getting really hot at this point. Yeah. Oh no, but how late do I break here? Because I know I braked really late last time. Can't break any later. Und das Führungsduo ist jetzt schon am Überrunden. I don't think I'm going to beat that lap. That's crazy. Und weiter hinten im Feld gab es noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Oh, cheers, guys. I'm sure I can match that one. What's coming up? Juan Jimenez kommt hier ein bisschen weit raus, kommt in den Dreck und verliert sein Auto. Nichts passiert, weiter geht's, nur ein paar Positionen verloren. Falscher Weg. Scaring myself there. Wartet hier noch fein ab, bis die Führung vorbeigefahren ist, um hier niemanden zu behindern. Yeah. Und Björn dreht hier auf P3 seine Runden. Bis auf ein paar Überrundungen, ein ziemlich einsames Rennen hier vorne. Den Abstand nach hinten zu Rowley Warbank kann Björn die ganze Zeit stabil halten, nur nach vorne wird der Gap immer größer. Ja, das ist ein bisschen ein tricky Moment, das kostet mir ein paar Tenths, ich denke. Wir befinden uns in Runde 23, also haben wir ungefähr noch 4,5 Runden zu gehen. Come on, grip, 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 grip. I'm sure I went quicker in Turn 1 than I have Turn 2 than I normally do. Und George, unser Leader hier vorne, kann seinen Abstand zum Andrew stabil halten. Und Byron bekommt da Besuch von hinten. Travis hat nach seinem Ausritt den Gap nach vorn wieder zugefahren und wird jetzt hier den Byron schön unter Druck setzen. Schade, dass Travis heute die zwei Ausritte hatte. Er hat eine super Pace drauf und hätte vorne mitgehen können um die Top 5. Für Byrons Verhältnisse heute ein sehr solides Rennen. Bis auf den kleinen Buckler in der Startrunde keinerlei Vorkommnisse. Thanks, Wolfram. Thanks, Wolfram. Hat sich über weite Strecken ein super Duell mit Don Runkle geliefert, der dann leider diesen kleinen Ausritt hatte und ein Stück zurückgefallen ist. Liegt aber immer noch auf P10. Wolfram hier auf P11 musste sich jetzt überrunden lassen. War wieder ein gebrauchtes Rennen für Wolle. Allerdings kann er Emmanuel Minot und Jens Göring hinter sich lassen, die hier auf P12 und 13 liegen. One thousandth of a second slower than my best.
sorry, dude. Und da ist Travis auch an Byron vorbeigegangen und hat ein bisschen in Dreck gedrückt, nichts passiert. Damit jetzt Travis McQuiston auf P7 und Byron Long P8. Allerdings nach vorn zu Ben Summers ist der Abstand schon riesig. Byron hat ja auch genug Luft nach hinten zu Emilio Garrido und zu Don Runkle, der dann noch einmal 4,5 Sekunden hinter Emilio liegt. Die Jungs befinden sich gerade in Runde 25 von 28, das heißt, wir befinden uns in der Endphase des Rennens. Große Kämpfe gibt es nicht mehr, außer um die Führung. Wir sehen es hier schön, Andrew konnte seinen Abstand zum George wieder zufahren und ist wieder in Reichweite. Ich schätze mal, George wird sich freuen, wenn dann endlich die Zielflagge fällt. Und die Jungs laufen jetzt erneut auf Juan Jimenez auf und überrunden ihn jetzt hier zum zweiten Mal. Und George informiert hier Juan. Und so wie es aussieht, kann er da auch problemlos vorbeigehen. Wäre schade, wenn Juan hier das Zünglein an der Waage spielen würde. Aber George ist da jetzt problemlos vorbeigegangen. Andrew hängt da noch ein bisschen zurück. Und da macht Juan auch fair, da geht Juan auch fair weit und macht für Andrew die Tür auf, der dann problemlos hier durchgehen konnte. Und Björn fährt jetzt hier den dritten Platz sicher nach Hause. Der Abstand zum Rowley hinter ihm hat sich ein bisschen verringert, aber ich schätze mal, das kontrolliert Björn hier. Ungefähr 2,5 Runden muss er noch durchhalten. Oh, really broke hard, breaks hard. Late and hard. Vor Björn, Jens Göring hat zwar nicht die Pace zur Spitze, dafür aber ein sehr sauberes Rennen, genauso wie Emmanuel Minot. Die Jungs haben sich heute hier nichts zu Schulden kommen lassen. Oh, that was on the limit. Ein sauberer Einstand hier in die Serie. Allerdings sollten sie noch ein bisschen am Setup und an ihrer Performance feilen. George, unser Leader, wird jetzt gleich die letzte Runde eröffnen und wir sehen es oben in Ben's Switch. Er hat den Rückstand zu Art zugefahren. Weiße Flagge, Jungs. Das wird eine heiße letzte Runde für Art. Okay. Auch Björn auf P3 geht jetzt in seine letzte Runde. War wieder ein sehr, sehr gutes Rennen. Auch für Rowley Wallbank. Rowley hat heute den Start ein bisschen versemmelt, ansonsten hat es sich absolut schadlos gehalten. Und hier sehen wir es jetzt auch, Ben Summers macht da richtig Druck auf Art McEwen. Seite an Seite geht es hier in die letzte Runde. Und ich denke mal, Art wird da auch die Zielflagge sehnlichst herbei wünschen. Ben versucht da hier nochmal richtig Druck zu machen. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr, aber Art macht das hier geschickt. Hat heute auch ein sehr, sehr solides Rennen. Push him wide. Why is it pushing wide? Come on. Und Art hat hier den Southern Loop besser erwischt als Ben, der zwar hinten dran ist, aber jetzt erstmal keinen Angriff setzen kann. Und so wie es aussieht, lässt sich Art da auch nicht nervös machen. Ben versucht hier alles, der nächste Angriffsversuch, aber hat keine Chance hier. Art Cover da innen schön und so langsam geht Ben die Zeit aus. Und George Bartev kommt jetzt Richtung Ziel. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Bartev gewinnt. Ein absolutes Top-Rennen. Andrew S. Thomas. Gratulation auch an Andrew S. Thomas für P2 und Björn für P3, der jetzt hier ins Ziel kommt. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Björn. Top gemacht, super. Rowley überquert die Linie als Vierter. Und Art kämpft damit Ben Summers bis zur Ziellinie und kann sich hier auch durchsetzen. Ganz knapp P5 gerettet. Ein Top-Rennen von beiden. Auf P7 haben wir dann Travis McQuiston und P8 Byron Long. Byron P8, top. Ich muss mir hier erstmal hier. Ich mal wieder eben von meinen Überstarts da hingelegt. Ne? Absolute Sahne. Das war really fun early on, when like all of us were fighting from like 7th to 10th. That was insane. That was such a fun battle. If I would have got the run perfectly down. Der einzige, der ein bisschen Pech hatte heute, war der Wolfram. Travis is no problem. Und hier kommt jetzt auch Don Runkle Richtung Ziellinie, Top 10, ein Top-Rennen, bis auf den kleinen Wackler. No, that was really good. Oh. That was a lot of
fun that time. So enjoyed that. Yeah, that was some of the most fun I've had in the car in a long time. That was so fun, Byron. Yeah, I love racing. Byron, you can tell him video is coming. It's tricky because I've got a little bit. I had an ADS ausfall. Der macht immer. Das war okay. Okay. Hatte leider gleich am Anfang den Ausfall. Yeah, my teammate did that race yesterday and we were going to do it last night, but I chickened out. How'd you do? It's up with like Bjorn. Ja, Bjorn, das war top. Ich hätte nicht gedacht, dass die zwei Jungs heile ins Ziel kommen vorne, weil der eine hat seine Reifen ganz schön. Die hatten zwei Situationen, wo sie sich beide gegenseitig überlaufen. Byron hat leider gleich in der ersten Runde einen Ausritt gehabt und musste dann das Feld von hinten aufrollen. Hat sich aber dann nicht mehr zu Ulten geblasen. You wanna push? Wolfram hat leider nicht das beste Rennen gehabt. Nö, aber das ist hier bei Philly normal für mich. Hast du mal reingeguckt? Wohin? Noch nicht. Wir können ja, der Byron hat doch einen Twitch, da können wir doch auf dem Byron eine Cat-Analyse machen, wenn ihr Bock habt. Okay. Warte, ich wollte eben mal zurückspulen, weil ich der Ben, den ich abgeräumt habe, sozusagen, ne? Ich glaube, du bist entweder im 9 oder dem Robert Simpkins ins Kopf geknallt. Oh yeah, you can go through. Dem Robert? Robert, weil der war nämlich dann, der lag nämlich dort drüben in der Kurve und hat sich dann ausgelockt. Ich werde mich auch hier mal auslocken. Vielen Dank, liebe Zuschauer, war mal wieder ein spannendes Rennen. Und ich sage bis nächste Woche, macht's alle gut. Ciao. Liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende. Das war doch mal wieder ein wilder Ritt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und ich denke mal, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's alle gut und bleibt gesund. Tschüss!
That was an amazing race. Well done, George. You deserve the win. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.